der Mann aus dem Coaching-Staff ist kein geringerer als Pierre Vilbault gewesen, der dementsprechend als Kameruner natürlich Französisch spricht. Und ich hoffe jetzt einfach für den Verlauf dieses Abends, aber vor allem für den Nachklapp dieses Abends, dass das Anschuldigungen sind, die sie nicht bestätigen. Das wäre in höchstem Maße zu verurteilen, vor allem, weil ich das Gefühl hatte, er hat sich wirklich mit dem vierten Offiziellen angelegt. Denn Barbar ist jetzt auch mit dabei, um so ein bisschen zu verhandeln. Ganz schwierig, bin ich ganz ehrlich, jetzt das auch irgendwie zu entzerren. Martinus weiß auch nicht, was er machen soll. Wenn MAP will nicht weiterspielen mit diesem B-Entschluss. Ja. Hat sich da direkt auf die Seite geschlagen von Pierre Vilbault, er auf Seiten von Jacques Chiniers. Ich bin ganz ehrlich, uns droht hier, glaube ich, gerade ein handfester Skandal, wenn das wirklich alles so bestätigt wäre. Aber wie die zwei Mannschaften gegen die UEFA sind. Ja, ja, ja. Unfassbar. Negro,